Ja, hallo zusammen. Das muss ich echt mit euch teilen. Ich hatte gerade vor ein paar Sekunden so ein Pling im Kopf, weil ihr habt es vielleicht mitbekommen, letzten Wochenende hat hier in Zürich ziemlich stark gebrannt, also mitten in der Stadt. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich gestern mit einem Feuerwehrmann, der dabei war, unterhalten und dann sagte, ja, ich habe auch Höhenangst. Sage ich, ja, aber wie geht das? Und habe ihm die Geschichte erzählt von meinem Partner, dass der zwar 4,5 Jahre Küstenwache aus dem Helikopter rausgehangen hat, Kuba und Florida, Florida, Kuba hin und her, aber hier in der Schweiz wahnsinnige Mühe hatte, wenn wir irgendwie mit einer Bahn auf den Berg hochgefahren sind. Und dann sagt der Feuerwehrmann zu mir, weißt du, ich habe auch Wahnsinnshöhenangst. Ich konnte nicht mal meine Tochter runterholen von einem 2,5 Meter Kletterbaum, auf den sie sich raufgetraut hat und nicht mehr runterkam. Und dann sagte er, wenn ich aber bei der Feuerwehr bin, wieder eben, hat mir die Bilder gezeigt nach dem Brand, wie es gelöscht war. Sagte er, weißt du, da stehe ich da oben auf der Feuerwehrleiter und das macht mir nichts aus. Ich erkläre mir das mal. Konnte ich nicht nachvollziehen, dass das zwei so verschiedene Dinge sind, sagt er. Das ist Pflicht. Dann tue ich, was zu tun ist. Punkt. Da denke ich nicht drüber nach. Und manchmal wird mir nachher ein bisschen, ja, so flau im Magen. Jetzt die Frage an dich. Wann tust du Dinge, wenn sie einfach Pflicht sind? Okay, wenn du was essen willst, kannst du aufstehen und kochen oder im nächsten Restaurant gehen oder was einkaufen, aber du musst was tun. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass du vielleicht oft denkst, ach nein, wenn ich könnte. Lass dir sagen, du hast immer eine Wahl. Und zwar die Wahlmöglichkeit zu bleiben, was ist, oder tust einfach nichts. Oder lässt es anstehen, und zwar im Leben, wenn es dir nicht so gut geht. Ach ja, lassen wir mal, weil ich weiß ja nicht, was denn da nachher kommt, ob denn das besser ist. Frag dich doch mal, was wäre denn sonst noch möglich? Was wäre möglich, wenn du dich für etwas anderes entscheidest? Ich habe in der Zwischenzeit gelernt, bin ja auch schon ein bisschen älter. Nein, Spaß beiseite. Ich habe wirklich lernen müssen, dass ich ganz klar für mich frage, gehört es mir? Will ich das oder will ich das nicht? Ist es eine Pflicht, die mich nicht viel kostet? Oder, also von Nerven oder so. Oder sage ich, okay, ich habe gut entschieden, davon nehme ich noch mehr. Und da habe ich mich komplett falsch entschieden. Das ist Pünktchen, Pünktchen, ich sage es das komische Wort nicht. Also ändere ich das. Versuch mal alle deine, oder vielleicht eine Situation sagen, okay, da habe ich mich komplett falsch entschieden. Also entscheide dich neu. Und von allem anderen bitte noch ein bisschen mehr. So zum Thema Höhenangst habe ich im Leben seltenst. Und da gibt es so ein Deal beim Segeln. Ich klettere auf den Mast, der andere geht runter. Und es ist gut so, weil ich habe nämlich diese Angst, wenn ich so eingeschlossen bin. Wo kannst du einen Deal machen mit deiner Familie, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, sagen, okay, ich habe Höhenangst. Das ist dein Deal, das ist mein Deal. Wenn du Fragen hast, beantworte ich sie dir sehr gerne. Jetzt muss ich leider gehen, aber ich musste das mit euch teilen. Okay, also, tschüss zusammen, hab einen schönen Tag und überleg dir immer, was habe ich für eine Wahl? Ich kann wählen, das, was mir gut tut. Und wenn ich Höhenangst habe, ist es Pflicht oder ist es keine Pflicht? Also, tschüssi, das war die Ruth Achillier von Simply You. Und von mir bekommst du wirklich das, was du brauchst, mehr Lebensqualität. Also, melde dich. Tschüsschen, ciao, ciao.